Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Tutorial, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie ihr in Star Wars The Old Republic den Ladebildschirm, also dieses Bild hier, ändern könnt. Und zwar nach einem Bild eurer Wahl, falls euch dieses Bild hier nicht gefällt oder ihr gerne ein anderes Bild da haben möchtet. Dafür schließen wir als erstes das Spiel und machen hier einen Rechtsklick auf die Verknüpfung. Ihr werdet die wahrscheinlich auch auf dem Desktop oder sowas haben. Und dann klickt ihr auf Dateipfad öffnen, denn wir wissen nämlich ins Installationsverzeichnis von SVTOR. Das finden wir so am schnellsten. Es sei natürlich, ihr wisst, wo das Ganze ist, aber so finde ich persönlich, finde es mal ein bisschen schneller. In dem Fall habe ich es jetzt hier natürlich auf dem Desktop getan, natürlich sehr, sehr leicht. Jetzt, ihr habt es natürlich jetzt nicht auf dem Desktop. Ihr müsst das Ganze jetzt einfach immer über dieses Dateipfad öffnen machen, dann fehlt ihr den Ordner ganz schnell. Dann sollte das bei euch ungefähr so aussehen. Abgesehen davon, dass jetzt bei mir hier ein paar Ordner fehlen, weil ich die jetzt nicht rüber kopieren wollte. Das wären 70 GB gewesen, das wäre einfach zu viel gewesen, sogar noch mehr. Ich glaube 80 GB oder so wäre das gewesen. Das passt hier auf den Rechner sowieso nicht rauf. Der Rechner hat deutlich nur 20 oder so, wie viel ich auch immer eingestellt hatte damals. Es gibt sogar jetzt zwei Varianten. Ich werde es euch jetzt mal die erste zeigen, wenn ihr das Ganze nur einmalig machen wollt. Dafür müsst ihr folgendes machen. Ihr startet erstmal das Spiel ganz normal und loggt euch ganz normal ein. Klickt allerdings im Launcher noch nicht auf Spielen. Das ist ganz wichtig. Ihr wartet erstmal einfach so und klickt im Launcher nicht auf Spielen. Dann geht ihr hier wieder rauf, so, klickt auf SVTOR, dann auf Real Client, dann auf Loading Screens und dann haben wir hier die entsprechende Datei. Können wir uns auch mal anschauen hier. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und dann habe ich mir entsprechend schon ein kleines Bild vorbereitet, habe ich jetzt hier schon hingetan, das Bild.jpg. Kopiere ich einfach mal hier rüber und dann schieben wir die hier rein. Wichtig, dass der Name noch übernommen wird, also einfach erstmal reingeschoben hier. Die Datei wird erstmal den Namen kopiert. Dann wird das hier gelöscht. Und dann haben dann hier die Bild.jpg umbenennen in den Namen, den wir uns gerade kopiert haben. So, dafür das Ganze jetzt einmal. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wenn wir jetzt das Spiel schließen und irgendwann später wieder neu starten und der Launcher wieder mit dem Dings da durchläuft, Balken, mit dem Fortschrittsbalken, dann würde er die Datei hier erkennen, dass sie anders ist und er würde sie wieder zurücksetzen. Das wollen wir aber nicht. Wir möchten ja, dass der Loading Screen zum Beispiel drinne bleibt. Wenn ihr das Ganze nur einmalig haben wollt, könnt ihr es so lassen, aber wir wollen ja, dass das Ganze auch bleibt. Gut, man könnte es theoretisch versuchen zu schützen, das bringt aber meist nichts. Deswegen habe ich mich jetzt für eine ganz andere Variante dazu entschieden, das Ganze über den Desktop zu automatisieren. Das heißt, ich klicke auf den Desktop einfach nur, wenn ich es haben möchte, auf eine Datei. Dann wird das Ganze automatisch da hingeschoben und dann haben wir das Ganze schon. Ich werde das Bild jetzt in dem Fall erstmal wieder ganz kurz zurücksetzen, dass wir nachher auch einen Vorher-Nachher-Effekt sehen. So, kurz das Standardbild wieder reingefügt, so. Können wir uns mal anschauen hier. Da. Da können wir hier aus dem Verzeichnis wieder rausgehen und dann Link in der Beschreibung bringt euch auf diese Seite hier. Es wird auch Ladebildschirm ändern.zip herunterladen. Mache ich jetzt hier einfach mal, ihr könnt natürlich die Datei auch selber schreiben. Ich bin jetzt eigentlich ein bisschen faul, deswegen lade ich mir jetzt einfach hier mal runter. Ganz normal einfach öffnen. Haben wir jetzt eine Bild.bat, die entpackt ihr hier in das Star Wars The Old Republic Verzeichnis. Ganz wichtig, dahin nicht irgendwie auf den Desktop schieben oder so, sondern das muss wirklich da rein. So, dann gucken wir uns die ganze Zeit mal an. Haben wir die jetzt hier. Und dann brauchen wir noch eine Datei, die Datei, die wir halt austauschen wollen. Die muss, ganz wichtig, die muss Bild.jpg heißen. Also nicht irgendwie anders, die muss genauso heißen. Die schiebt ihr ebenfalls hier in den Ordner mit rein. Also das ist jetzt hier meine geänderte Datei, sieht jetzt so aus hier. Haben wir gerade eben schon gesehen. Ja gut, habe ich mir jetzt nicht viel Mühe gegeben, ist das Standardbild, was ich vorher auch schon gehabt hatte. Und hat hier unsere Batch-Datei. Das Ganze könnten wir jetzt hier schon theoretisch aufrufen. Das heißt, wenn ich jetzt das hier ausführen würde, würde sich das Ganze schon ändern. Wir wollen eigentlich nicht jedes Mal, wenn wir das Spiel starten, jetzt hier reingehen. Deswegen machen wir das Ganze anders. Wir machen einfach Rechtsklick drauf. Senden an, Desktop-Verknüpfung erstellen. Und dann nennen wir das Ganze hier einfach mal um. SVTOR. Und dann Ladebild. So. Ihr könnt es natürlich auch anders nennen. Ihr müsst es nicht so nennen. Und dann machen wir nochmal, weil das, wenn mir das Icon jetzt hier so nicht gefällt. Eigenschaften, anderes Symbol, klicken hier auf OK, können wir uns jetzt hier was aussuchen, was uns gefällt. Ich nehme jetzt hier einfach mal was, nehmen wir jetzt hier Schönes, nehmen wir einfach mal das Icon hier. Ihr könnt natürlich auch das SVTOR-Icon nehmen, wenn ihr wisst, wie das geht, so, zack. Sieht jetzt natürlich nicht schön aus, klar, es passt jetzt nicht dazu, aber es soll jetzt auch einigermaßen schnell gehen. Machen wir nochmal das Vorher-Nachher-Spiel. Wir gehen nochmal in den Ordner rein, gucken uns das Ganze hier an, da ist unsere normale Datei. Und wenn ich jetzt das hier einmal starte hier, wenn bei euch so eine komische Meldung kommt, klickt ihr einfach auf Ausführen. Dann war es das Ganze schon, können wir nochmal raufklicken. Und schon haben wir das Ganze hier ausgetauscht. Das würde sich zwar jetzt auch jedes Mal wieder zurückändern, aber jedes Mal, wenn ihr das Bild haben wollt, startet einfach das Spiel, klickt einmal hier drauf und dann sollte sich das Ganze ändern und ihr solltet das Ganze auch im Spiel sehen. Das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, da jetzt hier auf dem Rechner die Daten dafür fehlen. Aber ja gut, so soll es ungefähr dann sein. Also auf jeden Fall, nachdem ihr das Spiel gestartet habt. Also nachdem der Spielbutton leuchtet, müsst ihr diese Datei ja ausführen und dann ist das Ganze schon richtig eingestellt. Ja, ihr könnt das Ganze natürlich auch woanders hinschieben, aber ich habe es jetzt einfach mal temporär auf dem Desktop jetzt hier raufgelassen. Ich könnte die Datei natürlich auch selber schreiben, wenn ihr euch das nicht runterladen wollt, aber ich fand das persönlich für erst recht für unerfahrene Nutzer ein bisschen besser so.
Also wie gesagt, Link hier in der Beschreibung, könnt ihr euch runterladen. Und ich hoffe mal, das Tutorial hat euch geholfen, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt. Könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich erstmal sagen, bis bald und ja, ciao.